Und wir werden beobachten können, ob sie den Ernst der Lage wirklich erkannt haben. Ich möchte von einem Schlüsselspiel sprechen. Kylian Mbappé-Lotin. Hereingabe Mbappé. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Marquinhos spielt neben Sergio Ramos in der Abwehr. Marco Verratti steht mit Fabian im Zentrum. Und Lionel Messi spielt im Sturm mit Kylian Mbappé. Mbappé! Den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. David Alaba spielt neben Antonio. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Gehalten, macht er gut. Da kommt die Ecke. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Viel hängt heute natürlich von Neymar ab. Vor dem Tor gibt es kaum einen besseren. Er verfügt über einen überragenden Abschluss. Toni Kroos. Da kann er sich den Ball holen. Neymar. Messi. Könnte die Führung werden. Es gibt Elfmeter für Paris. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Und dazu gelb. Nur gelb, muss man sagen. Neymar nimmt Anlauf. Oh, der geht rüber. Nicht das Tor. Ich glaube, den kann er deutlich besser. Die Nerven spielen ihm einen Streich. Und Kroos. Modric. Jetzt ist er durch. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Kroos mit der Hereingabe. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Viel Platz für den Konter jetzt. Das macht er gut. Ah, das ist abseits, da waren sie einen Tick zu früh. Und PSG holt sich den Ball zurück. Flanke soll zu Neymar. Ball ist weg, aber geht da noch was? Real Madrid mit dem Ballverlust. Gute Aktion jetzt. Modric. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Messi. Flanke soll zu Neymar. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Sie gehen dazwischen. Und Neymar geht da vorbei. Gute Aktion. Und gibt's jetzt die Führung. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Modric geht gut dazwischen. Rüdiger. Modric. Modric hat den Ball. Real verliert hier den Ball. Mbappé. Vielleicht die Führung jetzt. Den hält er natürlich. Rodrigo sucht die Lücke auf außen. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Der Ball gewinnt.
Und Grund ist dieses frühe Stören. Das war zu weit weg. Der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr vor dem Tor kreieren, dann wird das hier maximal ein Remis geben. Und das wäre angesichts des Gegners eine große Enttäuschung. Ja, jetzt haben sie den Ball. Schauen wir mal, ob sie was draus machen können. Ballverlust Real Madrid. Gute Chance, war aber sogar noch mehr drin. Ja, einfach volle Lotte draufgehalten, das war nicht die ideale Option. Mbappé. Neymar. Bringt er sie in Führung. Tor durch Neymar. Wir schauen auf die Wiederholung dieses Tors. Zunächst lässt Neymar seinen Bewacher einfach stehen. Und dann macht's Neymar aus kürzester Entfernung. Ja, das lässt er sich logischerweise nicht entgehen. Rückstand also für Real Madrid. Kann ihnen nicht gefallen. Jetzt muss die Reaktion kommen. Foul und Freistoß für Real. Benzema. Das wird einen Eckball geben. Ecke in die Mitte. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Von dort zu schießen war Chance für Benzema. Unter Druck, ganz sicher nach hinten gespielt. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Neymar war natürlich stark in dieser ersten Spielhälfte. Buschi, wie hast du ihn gesehen? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich... Es geht weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. PSG ist vorne, wenn auch nur mit einem Tor. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Das machen sie ganz energisch. Weg ist der Ball. Macht der Schiedsrichter gut. Es gibt Vorteil für Madrid. Mbappé. Neymar! Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Jetzt kann es was geben. Neymar mit dem Ball. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Courtois ist da. Super aufgepasst. Mbappé. Da oben, der vorne den Ball. Und nun Carvajal. Nun Kroos. Kroos verliert den Ball. PSG lauert auf die Chance. Leo Messi! Und jetzt gibt es eine Ecke. Ecke Neymar. Vorne jetzt die Balleroberung. Messi. Wichtig, er holt den Ball. Jetzt können sie kontern. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Der ist noch heiß. Der Ballverlust durch Mbappé. Benzema. Ganz alleine. Oh, Real vergibt die Chance.
Ja, wie wollen Sie denn hier den Ausgleich machen, wenn Sie solche Dinger liegen lassen? Wenn wir auf den Ballbesitz schauen, ja, da fällt auf, dass PSG bislang klar weniger von diesem Spiel hat. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Jetzt müssen Sie in der Abwehr aufpassen. Der nächste Angriff. Könnte gefährlich werden. Messi am Ball. Kein guter Pass. Jetzt Neymar. Vielleicht die Konterchance. Ballverlust durch Benzema. Benzema verliert den Ball. Nun Lionel Messi. Super, wie er sich durchsetzt. Da können Sie erstmal klären. Pass auf Messi. Ja, geht gut dazwischen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Chance für Mbappé. Courtois ist da. Super aufgepasst. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Ballverlust von Mondi. Jetzt Neymar. Ball ist bei Mbappé. Messi. Aufgepasst von Courtois. Da verhindert er problemlos das Gegentor. Sie setzen groß unter Druck. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Benzema verliert den Ball. Das Spiel läuft hier weiter nach Fauler Messi. Da hat Mbappé einige Optionen. Das sieht gefährlich aus. Messi muss es machen. Schwacher Abschluss. So natürlich überhaupt kein Problem für Courtois. Steilpass Modric. Benzema. Platz zum Kontern. Latte, aber die Chance lebt noch. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Das Alu verhindert den Ausgleich für Real Madrid und ich glaube, allzu viele Chancen werden sie hier nicht mehr bekommen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Hereingabe von Toni Kroos und die Flanke schnappt er sich. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Könnte gefährlich werden, Benzema. Der Keeper mit dem Ball. Der Schuss jetzt. Da ist letzter Mann. Wie reagiert der Schiri? Ist das rot? Da muss er rot zeigen. Das war die Verhinderung einer klaren Torchance. Jede andere Entscheidung wäre nicht angemessen gewesen. Jetzt die Chance. Schön geklärt. Und jetzt gibt's hier Eckball. Ecke in die Mitte. Erstmal geklärt. Da ist Mondi. Wichtig, den Ball hat er sicher. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Knapper Sieg am Ende. Und das war schon beeindruckend, wie sie das Resultat über die Zeit gebracht haben. Das zeigt, in der Mannschaft stimmt es. Und so